Ein 0,5 Kilogramm schwerer Kupferblock ist 100 Grad Celsius warm. Welche Wärme muss man ihm entnehmen, damit seine Temperatur auf 0 Grad Celsius sinkt? Die Schmelztemperatur von Kupfer beträgt 1085 Grad Celsius. Hier die Angaben. Die Kupfermasse beträgt 0,5 Kilogramm. Die erste Temperatur T1 beträgt 100 Grad Celsius und die zweite Temperatur T2 beträgt 0 Grad Celsius. Dieser Tabelle entnehmen wir die spezifische Wärmekapazität von Kupfer. Es handelt sich um 390 Joule pro Kilogramm Kelvin. Die Schmelztemperatur von Kupfer beträgt 1085 Grad Celsius. Was wir suchen, ist eine Wärmemenge Delta Q, die wir in Joule ausdrücken. Und weil der Aggregatzustand von Kupfer von 100 Grad Celsius zu 0 Grad Celsius nicht ändert, brauchen wir nur diese Formel. Delta Q gleich Cm Delta T. Wir ersetzen hier C, M und Delta T durch die bekannten Werte. C, das ist 390, M 0,5 und Delta T, das ist T1 minus T2, also 100 minus 0, das heißt 100. Und somit finden wir als Wärmemenge 19.500 Joule.